Hey Lieben, ich habe wieder ein neues Video für euch und zwar endlich mal wieder einen neuen Fashion Haul. Und zwar war ich in den letzten Monaten oder Wochen wieder ziemlich viel shoppen. Unter anderem habe ich mir auch ein paar Sachen in Spanien gekauft, aber die müsste es sogar in Deutschland geben, weil es die Läden auch in Deutschland gibt. Und damit das Ganze ein bisschen besser und anschaulicher ist, auch wie die Sachen angezogen aussehen, zeige ich euch natürlich gleichzeitig noch nebenbei, wie die Sachen angezogen aussehen. Also keine Sorge, ihr müsst euch gar nichts vorstellen, wie das aussieht. Ich kann das nämlich auch überhaupt nicht. Ich muss alles anprobieren. Ich habe nämlich ein paar Sachen von Pull&Bear, von Zara. Dann habe ich mir noch Nike-Schuhe gekauft. Zwei Paar, die ich auch mal kurz zeige. Und dann habe ich mir auch noch was von Forever 21 gekauft. Also kann man alles in Deutschland bekommen. Deswegen fange ich jetzt mal gleich mit dem ersten Oberteil an. Und zwar mit dem, was ich gerade anhabe. Yeah! Das ist nämlich von Pull&Bear. Ich liebe den Laden ja so. Ich verlinke euch meinen letzten Haul auch mal in der Infobox, damit ihr da nochmal vorbeischauen könnt. Da habe ich nämlich auch ziemlich viel von Pull&Bear gekauft. Und da habe ich eben dieses Top gekauft. Das ist so ein dunkelgraues Top. Ihr wisst, dass ich Grau ja sehr gerne mag. Und das hat noch so ein eingeriffeltes Muster. Also das hat noch eine Struktur und ist nicht so ganz langweilig. Und an der Seite ist das auch ein bisschen Fukuhila geschnitten. Das heißt, es ist hinten länger als vorne und dadurch wirkt es natürlich auch noch etwas interessanter. Ich trage das super, super gerne. Weil es gerade so passt, mache ich gleich mit den anderen Sachen von Pull&Bear weiter. Das zweite, was ich mir gekauft habe, ist nämlich dieses Oberteil hier. Das ist so ein Crop-Top-artig geschnittenes Oberteil oder einfach ein kürzer geschnitteneres T-Shirt, weil so Crop-Top-mäßig ist es gar nicht. Es ist auch grau, wer hätte es gedacht. Und da steht da noch etwas drauf und zwar I don't give a ship und ship wegen der Muschel. Ich finde das ziemlich gemütlich, auch ziemlich locker, perfekt für den Sommer und ich hoffe, dass es nochmal warm wird, damit ich das auch anziehen kann. Dann habe ich mir noch ein Oberteil mitgenommen und ehrlich gesagt weiß ich gar nicht genau, wie man das eigentlich tragen soll. Und zwar ist das dieses wunderhübsche Teil hier. Da steht drauf, it could be worse, also es könnte schlechter sein und ich fand das irgendwie ziemlich cool. Das ist auch so ein bisschen kürzer geschnitten, ist aber nicht ganz baufrei. Und jetzt kommt nämlich das Beste an den Oberteil. Der Rücken, was man hier irgendwie gerade nicht so gut sieht. Okay, aber ihr seht, dass es hier eigentlich gar nicht richtig zugeht. Das ist eigentlich so ein Umhang. Also ich trage das immer so, dass ich das hier einfach zuknote, so ein bisschen. Aber ich glaube, man kann das auch einfach so tragen, also dass es hinten so offen ist. Aber ja, ich finde das, wenn man da noch einen Knoten reinmacht, ein bisschen schöner. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das tragen würdet. Also gehört das so offen oder gehört da ein Knoten rein? Ich finde es auf jeden Fall richtig schön und hat es auch schon ein paar Mal an. Als nächstes habe ich mir dann noch ein Crop Top gekauft und zwar dieses hier. Das ist, wie man sieht, ein wirkliches, echtes Crop Top, weil es wirklich sehr kurz ist und einfach nur, ja, ein abgeschnittenes Top ist. Das ist richtig gemütlich und ich habe euch das gerade falsch rum gezeigt. Also ja, es gehört so rum. Was ich daran gut finde, ist, dass es nicht so dünn ist und es trotzdem auch noch eine Struktur hat. Also man merkt wirklich den Stoff und so die Verarbeitung. Das ist so ein weiß dunkelblaues Streifenmuster übrigens und das ist auch sehr gut für den Sommer oder mal einen Tag am Strand oder zum Feiern. Ihr seht es ja auch angezogen. Das waren schon die Sachen von Pull&Bear, deswegen mache ich jetzt mal mit meiner einzigen Zara-Sache weiter. Und zwar ist das dieses hier. Das ist eine Hose. Die Hose habe ich eigentlich auch schon mal im Schrank und zwar in schwarz. Vielleicht erinnert ihr euch an den Haul. Die ist ganz eng geschnitten, hat einen ziemlich hohen Elastananteil und ist hier einfach nur einmal am Knie aufgeschnitten. Die Hosen kennt ihr bestimmt auch. Und was ich eben gut finde, dass sie so elastisch ist und dass sie sich eurer Form und euren Beinen anpasst. Weil ich habe das zum Beispiel ganz oft, dass ich überhaupt nicht in Hosen reinkomme. Dann ist sie unten voll weit und oben sitzt sie knalleng. Und ich denke mir so, okay, warum muss das jetzt sein? Und deswegen kaufe ich eigentlich nur Leggings oder Hosen mit ganz viel Elastan drin. Und das Gute ist eben, dass sie reduziert war von 20 auf 13 Euro. Also müsst ihr da unbedingt mal gucken. Jetzt kommen auch schon die Sachen von Forever 21. Da habe ich zwei eigentlich ziemlich langweilige Sachen mitgenommen. Aber es ist trotzdem eine mega, mega, mega Empfehlung von mir. Und zwar habe ich mir da vor 3 Jahren, glaube ich, mal einen Top gekauft. Und ich dachte mir so, okay, das ist ein hellgraues Top. Ich mag grau, also nehme ich es mit. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich die Form von diesem Top einfach richtig, richtig schön finde. Irgendwie ist das so besonders geschnitten. Dann habe ich nochmal bei Forever 21 geguckt. Dann war es irgendwie nicht da. Und jetzt war ich nochmal da und ich habe diese Form wiedergefunden. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt oder ob ihr da den Unterschied erkennt, aber guckt mal bei Forever 21 danach. Es gibt die Tops, die sind einfach rund ausgeschnitten. Und es gibt die Tops, die sehen ziemlich rund aus, sind aber hier dann noch so ein bisschen kantig zugeschnitten sozusagen. Die haben hier auch nochmal so eine kleine Naht und die sitzen einfach
so, so gut und sehen so schön aus, finde ich. Und deswegen habe ich mir davon gleich noch zwei mitgenommen, weil ich eben dieses Hellgraue so oft trage. Das ist einmal in Dunkelgrau und dann habe ich das auch nochmal in Schwarz mitgenommen. In Weiß gab es das leider nicht mehr und die waren auch alle total vermischt mit der anderen Ausschnittform. Dann habe ich mir auch noch etwas gekauft, was ich sonst gar nicht kaufe. Und hier, ihr seht die Farbe schon, das ist etwas cremefarbenes, beige, nudefarbenes. Sowas habe ich eigentlich gar nicht im Schrank, vor allen Dingen nicht als Blazer. Aber dieser Blazer ist einfach richtig schön. Der war auch im Sale, eben wie gesagt bei Forever 21. Und was ich hieran cool finde, ist, dass der auch so ein bisschen lockerer geschnitten ist und trotzdem richtig elegant aussieht. Hier vorne ist der auch länger als hinten. Also ist da wieder so was Dynamisches, einfach Bewegtes drin. Also ja, wie gesagt, dieser Blazer sieht richtig, richtig cool aus. Und deswegen freue ich mich wirklich mal, was anderes als Grau, Schwarz und Weiß gekauft zu haben. Jetzt komme ich noch eben zu dem Schmuck, den ich mir bei Forever 21 gekauft habe. Und zwar ist das einmal diese Kette. Die ist so, so schön. Vielleicht habt ihr die schon auf meinem Instagram-Account gesehen. Und zwar ist das so eine richtig große Statement-Kette in Silber. Und die hat 18 Euro gekostet. Und ich finde die einfach so richtig, richtig schön. Zum Beispiel auch zu diesem Top hier. Oder einfach ein schlichtes T-Shirt, schlichtes Oberteil mit dieser Kette. Und man sieht gleich so aufgestylt aus. Dann bin ich auch noch ein großer Fan von diesen kleinen Ketten hier. Eine trage ich auch schon. Die habe ich mir auch bei Forever 21 gekauft. Die hat 4 Euro gekostet. Und eigentlich habe ich mir genau die gleiche nochmal gekauft. Bloß, dass man hier dieses dünne Kettchen noch durchsieht und das sozusagen in eins durchgeht. Und hier endet die Kette jeweils an der Seite von dem Dreieck. Ist eigentlich ein bisschen unnötig, beide zu kaufen. Aber naja. Und zum Schluss wollte ich euch ja noch kurz die Schuhe zeigen. Ich habe die zwar, glaube ich, schon in einem Vlog gezeigt, aber kann ja nicht schaden, die in dem Fashion auch mal zu zeigen, weil hier gehören sie ja eigentlich hin. Und zwar habe ich mir einmal neue Trainingsschuhe gekauft. Das sind die Nike Free Training Flyknit, Nike Free 5.0, irgendwie sowas. Fragt da einfach mal nach, wenn euch die interessieren. Und an Trainingsschuhen ist es immer wichtig, vielleicht kann ich das noch kurz einwerfen, dass die vorne nicht abgerundet sind. Das sieht vielleicht hier ein bisschen so aus, aber die sind hier vorne nicht so abgerundet, was bei Laufschuhen der Fall ist. Weil wenn ihr zum Beispiel einen guten Jogging-Schuh sucht, der ist vorne eigentlich immer abgerundet, damit ihr besser nach vorne laufen könnt. Und in Trainingsschuhen ist es ja wichtig, besonders wenn man viel mit Gewichten arbeitet, zum Beispiel Squats macht oder Kreuzheben, dass man einen festen Stand hat und nicht nach vorne kippt. Und die zweiten, die ich mir gekauft habe, da habe ich schon echt lange hinterher geguckt, seitdem ich die das erste Mal gesehen habe. Und zwar sind das diese Süßen hier. Und ich finde die so schön. Die sind so schön sommerlich. Also bitte, kann es nicht nochmal warm werden. Ich möchte die unbedingt anziehen. Das sind die Nike Zoom Pegasus 33. Das sind eigentlich Laufschuhe. Und hier sieht man auch deutlich, dass sie vorne nach oben gehen. Und ich sag euch, wenn ihr wirklich irgendwie einen Beruf habt, wo ihr viel, viel laufen müsst und die Möglichkeit habt, solche Sneaker anzuziehen oder einfach solche Turnschuhe, probiert die mal aus. Ihr lauft da so wie auf Wolken drauf. Ganz ehrlich. Ich übertreibe zwar auch ein bisschen, aber das ist wirklich richtig gemütlich und man merkt auf jeden Fall einen Unterschied zu normalen Schuhen. Das waren auch schon wieder alle Sachen, die ich gekauft habe. Schreibt mal in die Kommentare, welches Oberteil oder welches Produkt, was ich mir gekauft habe, euch am meisten gefällt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihr doch einen Daumen hoch. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss! Hey Lieben, wie ihr am Titel schon erkennen konntet, gibt es endlich das lang ersehnte Eyeliner-Tutorial. Ich mache meinen Eyeliner immer ziemlich dramatisch, würde ich jetzt so unbedingt sagen. Es gibt deutlich dramatischere Eyeliner, aber ich ziehe immer gerne so einen Wing. Ich zeige euch in diesem Video